Gott denkt an dich. Wir lesen aus Sacharja 1, Vers 3. Kehrt um zu mir, spricht der Herr Gott Zebaoth, so will ich mich zu euch umkehren. Hier möchte ich kurz mal auf Sacharja generell eingehen. Als ersten Gedanken, und morgen schauen wir uns dann den zweiten an, nämlich Sacharja ist ein Name, der uns gegeben ist, und der bedeutet, Gott hat an uns gedacht oder Gott denkt an dich. Und hier wird etwas deutlich, nämlich, dass der Prophet gesandt wurde, weil das Volk wissen soll, Gott hat sie nicht vergessen. Es ist manchmal ja so, dass man sich wünschen würde, ja, wenn doch Gott mir persönlich begegnen würde, wenn doch Gott zu mir reden würde. Und Gott tut das. Aber die Bibel sagt, er tut es vor allem durch sein Wort. Gott hat an dich gedacht. Und jetzt kommt dieser Mann und tritt auf. Und er, müssen wir uns vorstellen, er kommt schon mit seinem Namen. Gott hat an dich gedacht und ich habe eine Botschaft für euch. Und in dieser Weise möchte ich uns einladen, dass wir Raum machen dafür in einer Erwartung, dass wir verstehen und dass wir aufnehmen, Gott denkt an mich. Ich meine, wie schön ist denn das, manchmal auch im Nachhinein sogar, wenn man durch eine schwierige Situation ging, eine Prüfung zum Beispiel, aber man wusste, Mensch, die Oma oder der Opa oder die Mama, der Papa, es wird an mich gedacht. Natürlich war man immer noch in der Herausforderung. Auf einmal spürte man innerlich, das war irgendwie gut zu wissen, dass da jemand ist, der an einen denkt. Aber nicht nur das, wie schön, wenn es noch weitergeht. Nämlich, er hat auch für mich gebetet. Er hat sich für mich stark gemacht. Er hat sich für mich eingesetzt. Nicht nur so ein Gedanke, sondern er wird aktiv. Es zeigt uns die Bibel, dass Jesus die ganze Zeit in der Ewigkeit vor dem Vater eintritt für uns. Auch im Gebet ein Fürsprecher ist. Und jetzt sehen wir hier, wie dieser Prophet also nun ausspricht und wie er die Leute ermuntert und ermutigt, Gott denkt an euch. Möchte uns da letztendlich ins Herz hineingeben durch dieses Wort. Wir werden uns die nächste Zeit dann auch mit Sacharja beschäftigen. In dieser Weise, dass wir unsere Herzen öffnen und wann immer wir Bibel lesen oder in einer Predigt, unter Predigt, Andachten, was auch immer, oder auch im Gebet sind, dass wir eines nicht vergessen, Gott hat schon an dich gedacht. Es ist nicht so, dass wir kommen und sagen, na, ich habe mal gerade an Gott gedacht, dann komme ich mal hin und klopfe ihn so auf die Schulter und er dann ganz überrascht, ach, du bist ja mal wieder da, sondern ich glaube, es ist andersrum, nämlich er hat die Sehnsucht, er wartet auf uns. Wir sehen das wunderbar in diesem Gleichnis, was Jesus sagt, dieser Vater, wo der Sohn wegläuft, der verlorene Sohn, und dann wartet er, er schaut jeden Tag, wann kommt der Sohn zurück. Und in dieser Weise, glaube ich, dürfen wir voller Freude und Zuversicht eines wissen. Gott wartet jeden Tag. Er wartet schon auf dich und er will uns begegnen. Er will zu uns reden und er hat eine Botschaft. Er will zu uns sprechen und am meisten, wie gesagt, durch das Wort Gottes in dieser Form, dass wir die Bibel lesen dürfen und seine Gedanken wahrnehmen dürfen, uns damit auseinandersetzen. Was hat Gott denn zu sagen, auch heute? Gott segne euch von Herzen und wir sehen uns gerne wieder.